Ready, kids! Aye, Captain! Can hear you! Aye, Captain! Ooh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he! SpongeBob SquarePants! If not, it can none speak something you wish! SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! He! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Und mit dieser sehr schönen musikalischen Einleitung willkommen zu meinem Let's Play von SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated, der neue Auflage des PlayStation 2 Klassikers. Dann fangen wir direkt mal an. Videoeinstellung ist perfekt. Audio ist perfekt. Gameplay. Steuerung kommen beide. Alles perfekt. Spracheinstellung, alles perfekt. Und ein neues Spiel. Los geht's. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen! Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden! Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird! Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kindelmitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary,
Warst du das? Du Bikini Bottom Stinks. Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Miau. Miau. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Miau. Miau. Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Miau, miau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Oh ja, erkunde die Küche, erkunde das Schlafzimmer, erkunde den Speicher in der Bibliothek, erkunde die Abstellkammer. Fernsehen gucken. Wichtige Neuigkeiten! Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber versichert, dass die betreffende Person sehr große Probleme bekommt. Uh-oh. Sagte ich große Probleme? Ich meinte so große Probleme, dass sie sich dem Fassungsvermögen entziehen. Wir halten sie auf dem Laufenden, während diese tragische Geschichte sicherlich noch tragischer wird. Bikini Bottom Stings. Du brauchst mehr glänzende Objekte, um diesen Bereich gehen zu können. Okay. Ah, guck mal, Thaddeus. Squidward und... Oh. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Dies sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgabe abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvolle glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Okay. Gelbe, blaue. Es glänzt. Oh, da oben ist Kelpo. Thaddeus, Thaddeus. Der Himmel hat ein Baby in meiner Cornflakes-Schachtel bekommen. Meine Notiz von Mr. Krabs. Und sie riecht sogar nach Schweiß, genau wie er. Ahoi, SpongeBob. Als treues Besatzungsmitglied der großen Krabbe wurdest du zum Chefsammler von glänzenden Objekten befördert. Ja, stimmt. Mr. Krabs ist ja der gleiche deutsche Sprecher wie von Benjamin Blümchen, höre ich gerade. Ups. Wow, eine Beförderung. Mein Gott, Kindheit. Ganz recht, eine Beförderung. Sammel alle glänzenden Objekte, die diese Roboter liegen lassen, ein und bring sie zu mir. Jetzt hör auf, wie ein Seepferdchen herumzusausen und fang mit dem Sammeln an. Okay. Ich bin nicht nur die Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du R2 gedrückst. Die Zahl, die rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwände SpongeBob gesammelt hat. A golden spatula. Socken, Unterhosen und... Oben links sind die Leben, das sind die Unterhosen und unten rechts sind Socken. Ja, sehr schön. Oh, guck mal, Mystery. Das Seepferd. Jetzt habe ich 60 Stück. Guck mal, ich könnte rein theoretisch jetzt schon in den Speicher gehen hier, also in die Abstellkammer. Aber ich gehe erst ins Badezimmer. Nicht ins Badezimmer. Ins Schlafzimmer, genau. Hm.
Schade, in der PS2-Version konnte man darauf springen. Ich bin bereit. Ach schade, und der machte Geräusche in der alten Version. Ja, das weiß ich schon, danke. Dies ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Etwa so. Ja, danke sehr. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit den drei Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die im Bikini-Bottom versteckt sind. Und SpongeBob erlauben, mehr als drei Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viele Unterhosen SpongeBob trägt, indem du R2 drückst. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Sandy Chicks. Ach ja, ein Bild aus den neuen SpongeBob-Folgen. Die neuen kenne ich nicht. Ich kenne nur die alten. Aus dem goldenen Zeitalter von SpongeBob. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Patrick in der Spongehose. SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. SpongeBob kann den Blasenwirbel nutzen, um Tikis aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mit einer Luft auch den Blasenwirbel aufführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. Okay. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Schenke öffnen ist klasse. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Drücke Kreistaste, wenn SpongeBob in der Luft ist, damit er einen Blasensprung ausführt. Der Blasensprungangriff kann Tikis und Roboter zerstören, die sich direkt unter SpongeBob befinden. Außerdem können damit Schalter am Boden gedrückt werden. Der Blasensprungangriff kann SpongeBob nur machen, während er in der Luft ist. Das ist auch sehr praktisch. Ich bin Eis am Stiel. Drücke Dreieck, wenn SpongeBob auf dem Boden ist, damit er einen Blasenschlagangriff macht. Mit dem Blasenschlagangriff kannst du Tikis und Roboter zerschlagen oder Schalter drücken, die sich direkt über SpongeBob befinden. Wenn du dieses Symbol siehst, kann SpongeBob sich darauf stellen und den Blasenschlagangriff machen und Tikis zerstören, die direkt über ihn sind. Oder ich kann es einfach so machen. Nein, ich brauch den Ball. Den Strandball. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Ist klar, wo ist da oben ist der Schalter genau? Und da oben ist eine Socke. Oh. Zeit. Oh, das war falsch. Oh. Patrick sollte mal wieder waschen. Ah, jetzt sieht man, dass das Patricks Socken sind. Da na 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 na. Und durch die Tür. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Wenn das gehen würde, ne? Oh. Cool, der hat gerade diesen Ohrenschlag-Move gemacht, wie in der Serie, wo SpongeBob die Qualle nach Hause bringt, ne? Miau. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Ich merke mir das. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Ist klar. Oh, the Golden Spatula. Also ich habe dir die Anleitung hier liegen von dem Original SpongeBob Schlangenkopf-Spiel von früher. Du möchtest gerne zu einem anderen Abschnitt von Bikini Bottom gelangen. Dazu müssen SpongeBob und seine Freunde goldene Pfannenwände einsammeln, indem sie Aufgaben erfüllen.
Unser erster goldener Pfannenwender. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche im Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss wie viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und sie zu besiegen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen, nach Bikini Bottom. Ach ja, die Ladezeiten sind ziemlich lang. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen. Was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir, aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Hm. Abgemacht. Klar, wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Bikini Bottom. Hey SpongeBob, es wird Zeit, deine Nachbarn zu besuchen und ihnen unter die Arme zu greifen. Es kann auch nicht schaden, dabei glänzende Objekte und goldene Pfannenwender einzusammeln. Ah, die Explosionstickies, die explodieren, wenn man an denen drankommt. Und schnell weg! Geschenke öffnen ist klasse. Und das sind Tickies, die sich das sind die Psst-Tickies. Die Psst sind die Schüsse. Schüchternsten Tickies. Wenn sie mit ihren großen Ohren hören, dass sich jemand nähert, verschwinden sie ganz einfach. Wenn du mit SpongeBob spielst, versuche dich ganz leise an sie heranzuschleichen. Ja. Ja, und die Steintickies, die kann man nur durch eine Explosion kaputt machen. Hey, SpongeBob, oh. Ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Kumpelblase. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Was? Wie ist der Affenmann? Ist das eine Anspielung auf Donkey Kong? Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Der Sprecher kommt mir irgendwie bekannt vor. Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier's mal. Ach, jetzt weiß ich. Ist das nicht der gleiche Sprecher von Quack, der Bruchpilot aus den alten Folgen von DuckTales? Ich glaube ja. Quack, der Bruchpilot. Patrick! Oh. Hey, Patrick. Schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Boah, das sind Patricks Socken. Die sehen aber aus wie SpongeBobs. Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Hm. Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Was? Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit.
Na gut. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Oh ja, stimmt, Patricks stinkende Socken, die aussehen wie SpongeBob's finden. Gehen wir mal was bei Patrick nach Hause. Unter einem Fels wohnen, das ist das wahre Leben. Tada, und eine Socke. Noch ein Pfund für Patrick. Möbel, ich brauche Möbel. Oh, Ladezeiten, ne? Die sind ja ewig lang. Ja, danke, speisig. Ah, Thaddeus spielt mit seiner Klarinette. Ja, danke, ich weiß, muss man nicht alle sagen. Nein, warte. warte. Oh Mist. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Jetzt kann ich sogar vier Unterhosen tragen. Ah, die goldene. Das ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wir haben die goldene Unterhose gefunden. Jetzt habe ich vier leer statt drei. Schnell da hoch. Pfannenwender, ahoi. Oh, Mr. Krabs. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Na gut, aber erstmal nach Thaddeus. Suchen wir mal Thaddeus Tortellini? Werde ich jemals was gewinnen? Diesem blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach, kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Alles zerstören, was Thaddeus so liebt. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ach, fass mich nicht an. Oh. Hey, Ted. Du solltest doch verschwinden. Spatula Nummer 3. Oh, guck mal. Dann warst du mit dem mal im Bad. Sieht doch schon viel besser aus. Hey, Thaddeus. Du solltest doch verschwinden. Na gut. Setzt euch ans Lagerfeuer und singt das Lagerfeuerlied. Ich kenne den Text leider nicht. Ich
weiß nur den Anfang. Ach, hier, wo der Thaddeus das, die Tür ins Gesicht kriegt wegen Spawnschaum, wieder wunderschön wird. Okay, dann haben wir jetzt drei Pfannenwender. Dann müssen wir jetzt eigentlich in das nächste Gebiet reinkommen. Mit. Ah, die Tiki sind alle gespawnt, aber die glänzenden Objekte, die hier lagen, die sind nicht wieder da. Wie viel habe ich denn? Na gut. Dafür brauche ich 5. Dann brauche ich 15. Und dafür brauche ich 10. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal, beenden wir den Part mal hier an der Stelle und im nächsten Part besuchen wir die Quallenfelder. Wiedersehen. Tschüss.